Thank you.
Lukas, guck mal, still, da oben ist ein UFO. Scheiße, da oben ist ein UFO. Ja, da, da rechts, da oben ist ein UFO, der Punkt da oben, der leuchtet Punkt da oben, das ist ein UFO. Geil. Oh, rechts ist, da leuchtet der Punkt da oben, ist ein UFO, Schatz, guck mal. Krass, ey, ne? Geil. Ja, da muss ich schon. Die ganze Asche fliegt runter, ist voll lustig. Aber der Boden ist nicht zu sehen. Da war jetzt das UFO zu sehen, aber es regnet draußen schon wieder. Kacke. Da, die stehen auf die Raketen, die stehen auf die Wiese, die Leute, das ist wirklich lustig. Zu kriegen. Da ging nicht. Da ist der UFO da oben. Hier ist noch ein UFO! Komm mal schnell! Alter, hier sind so viele UFOs da oben! Das war lustig, ich gerade den Bauch reingekracht. Schatz, hier ist noch ein UFO! Hier ist noch ein UFO da oben, guck mal! Ist ja draußen im Regen, ne? Beim Regen ist es selten, dass man UFO sieht. Da geradezu ist ein UFO da. Und da auch vereinzelt. Ey, guck mal, die rasten genau in den Bäumen auf die Raketen, ey. Das ist Wahnsinn. Da, die Abteilung könnte das Messerleuchten drehen, Bockfarben, siehst du? Das ist Wahnsinn, ey. Da rechts ein UFO. Das ist ja krass, ey. Boah, da oben ist ein Sternbild, aber wie kann das denn sein? Das ist doch draußen am Pissen, im Regnen. Nochmal sieht man das draußen gar nicht. Nochmal sieht man keine Sternbilder. Guck mal, du siehst doch die Tropfen am Fenster, das ist am Regnen und nicht draußen. Aber der Boot sieht man nicht. Das hätte der, was auf der linken Seite siehst, das kommt vom Vorfindler, von den anderen hinter den Flutlichter. Ich habe gesehen, die ist so schräg geflogen.
Da hatte ich bessere Bälle. Was? Raketen fliegen gar nicht so hoch, ne? Das sieht immer so hoch immer aus von unten. Was? Von unten sieht das immer so hoch aus, als ob die Raketen so hoch fliegen würden, aber fliegen die gar nicht so hoch. Ja. So, das war ein ganz großer Böller, siehst du? Der wird aufgezeichnet. Ich stehe auch meistens irgendwie verkehrt. Ungünstig. Der hat eine Taschenlampe an. Warte. Besser nach oben schauen. Ich will lieber nach oben machen. Mach sowas lieber nicht. Was? Wieso? Der Bäcker hat doch keine, das ist Veranstaltung, da darf man doch aufnehmen. Ja, aber bei dir weißt du das doch. Die heulen doch immer rum, die. Ja, und der hat auch Taschenlampe, der hat auch Video auf der Bahn. Da unten, damit du der Taschenlampe siehst, du? Achtung! Siehst du? Ey, lustig, ey. Schmeiß ich auch noch. Ich tue auch noch Bälle rumschmeiße aufzeichnen. Tu alles aufzeichnen. Da oben rechts ist der UFO, ey, das ist schon geil. Ja, jetzt sind die UFOs hier vorne bedeckt vor Regenwolken. Muss man die Flasche gleich öffnen. Weiß ja nicht, wer das ist. Ha, die fühlen sich belästigt. Ich habe gerade ein Keifen gehört von der, siehst du? Ha, die macht da oben schon wieder Aufnahme vom Fenster. Ja, heute ist es Silvester, aber darf das? Verbieten können wir jetzt gar nicht. Ja, die zünden jetzt, glaube ich, Böller an, oder? Die zünden Böller an. Da solche kleinen Kinder auch Raketen zünden dürfen, ne? Da musst du schon gucken, wo du anfängst aufzunehmen. Es ist richtig schwer. So, die Abteil ist jetzt aus. Jetzt ist das Böller vorbei. Oh, nicht so viele geböllert. Also ich habe mir ein bisschen mehr vorgestellt. Guck mal, ich habe mir auch ein bisschen mehr vorgestellt. Ne? Ja, die meisten, die wollen sparen, weil das halt einfach keinen Sinn macht. Nein, weil es nächstes Jahr verboten ist und das ist schade. Dass auch viele ballern extra mehr so und viele aber ballern es gar nicht. So. Wieso, wenn die Alter schon Autobahn da beim starken Hagel-Gewitterschauer da Raketen losgelassen hat beim Hagelschauer? Das ist so extrem war. Ich finde, wenn man zuguckt, ist das viel günstiger, als wenn man da mitwirkt. Ich stell mir vor, wir hätten so viele Knaller jetzt gekauft, hätten wir locker bestimmt so 80, 90 Euro schon bezahlt und so, weißt du? Nur viel Böller. Und jetzt 0 Euro. Der Böller war. Ja, aber trotzdem, die Kirche ist da hinten aus. Das ist ein, wenn die Kirche da hinten nicht mehr leuchtet, die Abteilung, dann ist das mit den Raketengeschossen vorbei eigentlich. Der hat schon gerade wieder gerufen gehabt, ich weiß auch, welche Kinder das unten sind. Das sind die Bubba-Kinder, aber das sehe ich dich. Man darf aufnehmen. Es ist eine Veranstaltung. Ne? Ja, okay. Ich meine, heute ist ja Silvester, aber die heulen ja immer irgendwie rum. Ja, die da oben macht auf da. Ja, ich weiß, das kommt das wieder rum. Die da oben macht auf da. Pass auf, kann ich dir zeigen. Da, wie ist er einfach wieder gerade gekeift? Ich weiß auch, wer gerade gekeift hat. Dieser Belad da. So, Radspeis Hochhaus, dieser Kuppel da von den, einen da von den Demien, dass er hier aus dem Haus kommt, da gab ich Schock, der hat gekeift, aber richtig. Ich mach wieder auf da, Haus auslassen. Ja, gut, das ist doch Erwachsene dabei, sehe ich alles ein. Die Erwachsenen zünden die Raketen an. Aber du, guck mal, du siehst keine Person. Da hat jetzt wieder eine, ey, jetzt wieder eine Rakete im Baum reingerast, krass, ey. Das da. UFO ist halt geil. Da, die fangen schon wieder. Ich hoffe nicht, dass ich meine Mutter lässt, weil ich sehe meine Mutter auch auf dem Balkon aufnehmen. Ne? Ey, das sieht.
Weißt du, ob wir vergessen, das Schüler machen, das ist mir scheißegal. Da. Jetzt kommen die Jugendlichen. Oder ist jetzt die Erwachsene, die Eltern? Warte. Wuhu! 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 Hahaha! Das ist lustig. Mann, ich finde das lustig, die zu ärgern. Nee, das ist scheiße, das sind die Eltern, das sind keine Jugendlichen. Oh oh, jetzt kriegen wir Ärger gerade auf den Sack, ey. Kommt mir auch die Ruhe.